Ja? Okay. Also, nochmals herzlich willkommen zu unserer Abschlussrunde. Wir haben ein bisschen an Masse verloren im Publikum, aber nicht an Klasse. Ich hoffe, dass wir den Schwung vor allem vom Auftaktpodium heute Vormittag mitnehmen können in diese Abschlussrunde. Auch mit dem europapolitischen Enthusiasmus bei aller Nüchternheit über die gegenwärtige Krise und die Härten, die sie mit sich bringt. Aber diesen Spirit, dass diese Krise für Europa auch eine Chance ist zu wachsen. Und dass der Zusammenhalt einer solchen Union sich gerade in Krisenzeiten entscheiden muss, nämlich die Bereitschaft, füreinander einzustehen. Wir wollen jetzt auf dem Schlusspodium keine Neuauflage der Euro-Debatte führen, also möglichst nicht wiederholen, was in den letzten anderthalb Tagen hier schon aus allen möglichen Perspektiven besprochen worden ist, sondern stärker den Blick von außen auf die Europäische Union richten und von innen nach außen. Also stärker darüber sprechen, wie wird dieses Europa gegenwärtig international wahrgenommen, welche Rolle spielt die EU in der Welt und welche Rolle sollte oder könnte sie spielen, wenn sie denn ihre interne Krise überwindet und zu Handlungsfähigkeit zurückgewinnt. Wir hatten ursprünglich noch einen Gast aus China eingeladen für dieses Podium, weil wir es natürlich auch interessant fanden, wie Europa aus der Perspektive der neuen Supermacht gesehen wird. Er konnte leider nicht kommen, weil er keine Ausreisegenehmigung bekommen hat. Tut uns sehr leid. Aber wir haben eine gewichtige Stimme aus Amerika, John Kornblum, der gleichzeitig die Bundesrepublik sehr, sehr gut kennt. Als langjähriger Botschafter der Vereinigten Staaten hier in der Bundesrepublik und seit seinem Ausscheiden aus dem aktiven diplomatischen Dienst, den er, glaube ich, 30 Jahre lang angehört hat, in unterschiedlichen Funktionen, auch eine Zeit lang als stellvertretender Außenminister der USA, lebt er vor allem hier in Berlin und ist in der Privatwirtschaft tätig. Herzlich willkommen, John. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute hier sind. Unser nächster Teilnehmer auf dem Podium, unsere nächste Teilnehmerin, kennen vermutlich die allermeisten von Ihnen, zumindest soweit sie sich mit Europapolitik beschäftigen, Rebecca Harms, Mitglied des Europäischen Parlaments und Co-Vorsitzende der Grünen Fraktion im Europaparlament. Bevor sie nach Europa in Anführungszeichen ging, wir sind ja hier in Europa, war sie lange Jahre Abgeordnete im Landtag Niedersachsen, Fraktionsvorsitzende, und sie ist eine der wichtigsten Stimmen innerhalb der Grünen, nicht nur wenn es um Europapolitik geht, auch zu Energie- und atompolitischen Fragen. Herzlich willkommen, Rebecca. Und last not least, Pietro Buras. Er ist Politikwissenschaftler und Journalist. Unter anderem arbeitet er für die polnische Tageszeitung Gazeta Wyborcza. Ich glaube, man kann sagen, der wichtigsten polnischen Tageszeitung, deren Herausgeber Adam Michnik wir vorgestern Abend hier auf dem Podium hatten, zu einer Diskussion über Dissidenz in Europa. Ich habe das schon bei der Eröffnung erzählt. Er ist Autor mehrerer Bücher,
und darunter Polens Weg von der Wende bis zum EU-Beitritt und ein interessierter, aktiver Beobachter der deutschen Politik. Herzlich willkommen, Piotr Buras. So, ich würde gerne beginnen mit John Kornblum und der Frage, wie eigentlich Europa gegenwärtig für Sie aussieht. In dem Titel heißt es Modell Europa mit einem Fragezeichen. Stimmt eigentlich diese Selbstwahrnehmung der Europäer noch, dass sie ein Modellprojekt sind für die multipolare Welt des 21. Jahrhunderts, sagen Überwindung der Nationalstaatlichkeit, supranationale Kooperation und Integration, Bündelung von Souveränität. Ist das, sagen, eine Stärke nach wie vor Europas? Und wie nehmen Sie die Europäische Union als strategischen Akteur gegenwärtig in der internationalen Politik wahr? John. Ja. Eine wichtige Frage. Meine Antworten werden wahrscheinlich eine gewisse Ablehnung hier hervorrufen, aber so ist das. Europa hat nach dem Zweiten Weltkrieg, ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, die Demokratie auf der Welt gerettet. Die Vereinigten Staaten hätten das nicht alleine machen können, wenn Europa nicht so engagiert und nicht so eng zusammengearbeitet hatte. Zuerst Westeuropa, aber nach der Wende auch. Das macht es denn, und diese historische Errungenschaft ist immer noch das Fundament der Identität von den meisten, mindestens Westeuropäer. Und das macht die nächsten Jahre noch viel schwieriger. Weil dieses Modell, diese Methode, wenn Sie wollen, ist kein Modell für die Zukunft. Es war ein gutes Modell für die ersten 40 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber wir sind jetzt in eine neue Ära. Eine neue Ära ohne garantierten wirtschaftlichen Wachstum, was ein Hauptelement des Erfolges von Europa war. Eine Ära ohne den Schutz durch den Kalten Krieg, was Europa die Freiheit gegeben hatte, alle seine Probleme auszuarbeiten. Und vor allem eine Welt, wo multilaterale Organisationen, Strukturen allmählich ersetzt werden durch Netzwerke, durch Diversifikation, durch Multipolarität. Es gibt 1000 Wörter, die man benutzen kann. Man sieht das jetzt schon, dass eine Regierungsform, das auf Konsens und Gleichwertigkeit zwischen Deutschland und, sagen wir, Malta, einfach nicht funktionieren kann. Und Sie werden nicht meine Meinung sein, ich weiß das, aber es schadet nicht, wenn Sie das mal hören. Allmählich wird man sehen, dass, man sieht das schon, man sieht, die deutsche Reaktion auf den Euro ist eine mehr oder weniger nationale Reaktion. Ich hätte eine ganz andere Strategie, interessanterweise eine europäische Strategie vorgeschlagen, aber diese Art von Strategie wäre politisch nicht machbar gewesen, wahrscheinlich in Deutschland. Was soll Europa jetzt tun? Erstens wird Europa auf der Welt als Europa, als EU nicht wahrgenommen. In Amerika existiert nicht. Existiert als Handelspartner, existiert als eine Gruppe, die versucht, die NATO zu unterminieren. Das ist unser Bild davon. Aber existiert nicht als strategischen Partner. Das ist, die Hoffnung ist schon längst vorbei. Was existiert, ist Deutschland. Und dazu England, Polen und ein halbes Dutzend andere Staaten. Aber die Struktur für die amerikanische Politik existiert nicht mehr als strategische Größe. Ich glaube nicht, dass das je wieder der Fall sein wird. Die Frage ist, was soll Europa jetzt tun? Wir werden sehen, was aus dieser Euro-Krise kommt, ob die Struktur hält oder ob
gewisse Staaten sich schon allmählich von der Souveränität, von der Gemeinsamkeit entfernen. Der Gründungspräsident der Europäischen Entwicklungsbank, Mr. Attali, hat neulich Deutschland neulich vorgeworfen, dass man genau diese Gemeinsamkeiten vergessen hat und dass Deutschland sich jetzt nur fit für die Globalisierung machen will. Das ist natürlich übertrieben, aber die Richtung ist nicht falsch. Deutschland, und die Bundeskanzlerin Merkel hat das genau das gesagt, in einer Zeremonie, wo ich unter den Zuhörern war vor einem Jahr. Deutschland ist zusammen mit vielleicht Holland und den skandinavischen Staaten die einzige richtig globalisierte Wirtschaft in Europa. Die anderen können nicht mithalten. Und die Frage für Deutschland ist, wie reagiert man darauf? Wird man einfach subventionieren? Wird man nicht nur Griechenland, sondern andere Staaten subventionieren? Wird man im Endeffekt Frankreich auch subventionieren? Oder werden die deutschen Wähler irgendwann sagen, nein? Das ist die große Frage für Deutschland, aber auch für Europa jetzt. Werden diese Strukturen halten oder werden sie nicht? Meine Empfehlung ist, man soll natürlich so viel Einheit behalten wie möglich. Aber die Idee, dass alles auf der Basis von Konsens durchgeführt werden kann, das sagten mir führende Leute in der Kohl-Regierung, dass das nicht mehr geht. Vor 15 Jahren. Und jetzt geht das erst recht nicht. Man muss neue Formen von Governance, wie man so schön sagt auf Deutsch, jetzt finden. Und man muss sie sehr schnell finden. Der letzte Punkt, das wird Sie nicht überraschen. Der einzige erfolgreicher Weg heißt Atlantik. Man sollte jetzt anfangen, Angela Merkel hat das mehr oder weniger schon vorgeschlagen, eine atlantische Freihandelszone zu verhandeln. Nicht nur, weil es wirtschaftlich gut ist, sondern es ist auch die einzige Möglichkeit, dass Europa noch einen gewissen sicherheitspolitischen Schutz behalten kann. Das wird man in der Zukunft brauchen und ohne diese Bindung an Amerika wird man das nicht haben. Ich hätte Ihnen gerne eine Nachfrage gestellt, John. Wenn Sie sagen, das alte Konsensmodell funktioniert nicht mehr, darauf gibt es ja unterschiedliche mögliche Antworten, wenn man diesen Gedanken weiterspinnt. Was ist die Alternative zu dem Konsensmodell? Ist es, und dieser Weg wurde ja bereits eingeschlagen, der Übergang zu Mehrheitsentscheidungen innerhalb der europäischen Gremien und Institutionen, also vor allem dem Europäischen Rat? Ist es eine stärkere Übertragung von Kompetenzen an das Europaparlament? Oder ist es ein deutsches Europa, also eines, das sagen, dominiert wird von der stärksten ökonomischen und politischen Kraft in Europa? Was ist die Alternative zum Konsensmodell, wenn Sie sagen, das funktioniert nicht mehr? Ich weiß es natürlich nicht genau, aber ich glaube, wir werden sehen, dass es sich entwickeln wird. Der große Unterschied, der von der Politik kaum wahrgenommen wird, aber von der Industrie, dem ich mal am meisten jetzt spreche, nicht nur wahrgenommen wird, sondern praktiziert wird, ist die Vernetzung der Welt durch Informationstechnologie. Es gibt, gerade wo wir jetzt hier sitzen, es gibt eine zweite Welt, die ständig funktioniert, 24/7, wie wir sagen, die alle endlose wichtige Daten, aber auch Wirtschaftsentscheidungen und auch Entscheidungen, die die Politik beeinflusst, teilweise beeinträchtigt, passiert ständig. Und Sie brauchen nur einen führenden, leitenden Menschen von Siemens oder Mercedes oder IBM, egal wen Sie sprechen. Sie werden sehen, dass diese Leute in einer ganz anderen Welt leben. Wir hatten hier neulich Besuch von dem Chef von Dow Chemical, amerikanische Firma. Er ist der Vorstandsvorsitzende. Er war der vierte in der Reihe, der nicht Amerikaner war. Er ist in Australien geboren, von griechischen Einwanderereltern. Er sagte, wir haben nicht mehr das Vokabular, mit der Politik unsere Interessen zu beschreiben. Wir leben auf einem anderen Planeten.
Und das ist der Hauptgrund, warum dieses Modell nicht mehr funktionieren wird, weil solche Entscheidungen werden immer 2 Wochen zu spät sein oder 6 Monate. Die Geschwindigkeit der Kommunikation, der wirtschaftlichen und auch dazu die politischen Entscheidungen überrollt einfach ein Konsensmodell. Und das ist der Grund. Nicht, ob ich für oder gegen bin, nicht, ob ich meine, Europa soll was anderes sein, sondern es wird einfach nicht funktionieren. Ich meine, das ist ja eine These, die geht ja noch weiter als im Hinblick auf die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union und die Frage, wie sie verfasst sein müsste. Im Grunde haben Sie ja beschrieben, dass die Globalisierung die Demokratie unterminiert. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, die damit in die Debatte hineinkommt, dass sozusagen die Ungleichzeitigkeit zwischen Wirtschaft und Politik immer größer wird. Die Europäische Union war aber, oder ich würde nicht sagen, sie war es nicht zu Beginn, aber eine der Begründungen für die Europäische Union ist ja genau diese, dass gegenüber globalisierten Märkten die einzelnen Nationalstaaten in Europa und selbst die großen wie die Bundesrepublik oder Frankreich nicht mehr wirklich gestaltungsfähig sind und dass man deshalb die Bündelung von Souveränität auf europäischer Ebene bleibt, um gegenüber einer solchen globalen Ökonomie politisch gestalten zu können im Hinblick auf, sei es ökologische oder soziale Regulative. Rebecca, ist das sagen für dich ein zentrales Motiv und wie bewertest du das, was John Kornblum jetzt in diesem Zusammenhang gesagt hat? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber möglicherweise würde ich jetzt gerade nach den Erfahrungen der letzten Monate ein paar sehr steile Gegenthesen formulieren, weil das, glaube ich, einfach sonst unüberprüft hier so stehen bleibt. Und meine Auffassung ist die, dass man, bevor man, wie das in den USA oder auch in anderen Staaten außerhalb der Europäischen Union auf anderen Kontinenten derzeit so üblich ist, bevor man das europäische Konsensmodell mal einfach so in die Tonne tritt, würde ich sagen, sollte man sich nochmal die Vorteile dieses Modells vergegenwärtigen und auch die Erfolge dieses Modells. Ich bin schon vor Ihnen von Frau Dr. Rice auf der Tagung in Jalta vor 14 Tagen einmal in diese Auseinandersetzung gebracht worden. Und in Jalta, wo sich außenpolitische Eliten des Kontinents in diesem Jahr versammelt haben, da waren sich Russen und US-amerikanische Vertreter in der Debatte einig. Das Einzige, was Europa retten kann in dieser Krise, das ist, wenn die jetzt mal lernen, durchzuregieren. Der Konsens zwischen diesen beiden unterschiedlichen Partnern in der Debatte, den fand ich schon sehr interessant. Und ich habe mir dann auch überlegt, mit welcher Berechtigung die Krise, die Finanzkrise eigentlich zu dieser Argumentation herangezogen wird, weil es ja bisher nicht so, dass man sagen könnte, dass die USA oder Russland unbeschadet und ohne Furcht vor Zukunft als Staaten in dieser Krisenauseinandersetzung dastehen. Es gibt viele ökonomische Daten, die sogar darauf hinweisen, dass die Europäische Union viel gesünder dasteht, ökonomisch und auch durch einige kluge Entscheidungen in einigen Mitgliedstaaten bestimmte Zukunftsherausforderungen sehr viel früher angenommen hat, als das in den USA oder Russland bisher der Fall gewesen ist. Ich glaube, dass für die Debatte über die Zukunft der Europäischen Union und das Funktionieren oder Funktionstüchtige dieser Europäischen Union tatsächlich sehr
selbstbewusst auf das geguckt werden muss, was Europa, was die Europäische Union über Jahrzehnte so attraktiv gemacht hat und immer noch attraktiv erscheinen lässt im Rest der Welt. Die indische Delegation in Jalta hat zum Beispiel vertreten, mein Gott, ihr Europäer, wenn ihr das Krise nennt, was ihr da im Moment habt, lasst uns doch unsere Krisen tauschen. Ja? Wir können selbstbewusst auf das gucken. Es ist ein anderer Weg, dieser Konsensweg, der gegangen worden ist. Der ist bis heute das, worauf viele Europäer ihren Stolz auf die Europäische Union begründen, und zwar ihren Stolz als Bürger und als Demokraten. Das ist ein Modell, das erscheint nicht perfekt. Und auf der anderen Seite ist es aber, wenn man sich die Debatten über die Politikentwicklung, über kulturelle Entwicklung in der Europäischen Union anguckt, dann ist es gerade das Unperfekte, was hervorragende Ergebnisse zustande gebracht hat. Ich muss jetzt nicht mehr bei der Sicherung von Demokratie ansetzen. Das haben Sie ja wunderbar dargestellt, Herr Kornblum. Aber die Phase, in der der Kalte Krieg überwunden werden konnte, ist doch eine Phase, die eigentlich noch nicht lange zurückliegt. Es ist auch nicht die erste Wirtschaftskrise, die diesen Kontinent trifft und die überwunden werden kann. Und ich behaupte, wir haben als erstes ungefähr jetzt mal drei Schwerpunkte, an denen wir in der öffentlichen Diskussion arbeiten müssen. Das europäische Selbstbewusstsein, das sich positiv auf das Unperfekte des demokratischen Konsensmodells bezieht, das die Fragezeichen an der Rolle des Nationalstaates zulässt, ohne die Identität der Nationen in diesem Konsensprinzip zu überfordern. Zweitens glaube ich, dass die Europäer ein Stück weit viel bewusster mit den Schwächen der Peripherie umgehen müssen. Griechenland ist eigentlich der Spiegel, der Brüssel vorgehalten wird für ein viel zu langes Laissez-faire und Verdrängen von Problemen in kleineren Mitgliedstaaten am Rande der Europäischen Union. Wir haben dann noch etliche andere, mit denen wir uns anders auseinandersetzen müssen. Und das, was auch in Griechenland so deutlich wird, was jetzt aber auch in Südosteuropa zu einem ganz großen Problem für die Europäische Union wird, ist das oft beschworene europäische Sozialmodell muss mal zum Leben erweckt werden in den vielen Ländern der Europäischen Union, in denen es gar kein funktionierendes europäisches Sozialmodell gibt. Das sind drei Themen, mit denen ich mich sehr beschäftige. Den Euro stabil zu machen, da habe ich ja gehört, über das Handwerkliche und die Veränderung ist hier schon viel diskutiert worden. Das ist ein anderes Kapitel, aber ich halte das für machbar. Vielen Dank. Ich habe auch an dich nochmal eine Nachfrage. So sympathisch und charmant dieses Lob auf das Imperfekte des Konsensmodells war, weil die Grünen selbst sind ja auch schon vor einiger Zeit zu dem Schluss gekommen, dass man eine Europäische Union der 27, 28 und vielleicht demnächst 32 Mitgliedstaaten nicht mehr so regieren kann wie eine Union der 10. Mit der Erweiterung ist die EU immer heterogener geworden. Heterogener nicht nur im Hinblick auf die Ökonomie dieser Mitgliedstaaten, die weit auseinanderklafft, sondern auch im Hinblick auf politische Kulturen. Und wie antwortet man auf wachsende Heterogenität in einem so großen Club, wenn es darum geht, entscheidungsfähig zu bleiben? Griechenland, auch dafür jetzt nur mal als ein Beispiel genannt, hatte alle Probleme, über die Deutschland heute sich aufregt, schon vor der Erweiterung Richtung Osten der Europäischen Union.
Und das Wichtigste für das bessere Funktionieren des unperfekten Modells ist meiner Meinung nach das Ende der Gleichgültigkeit. Die fetten Jahre in der Europäischen Union haben eine Gleichgültigkeit entstehen lassen gegenüber Ländern, ich sage jetzt mal ein bisschen einfach, an der Peripherie, die nicht verantwortlich war. Und das abzustellen, ist meiner Meinung nach ein sehr viel größerer und wirksamerer Schritt zur Stabilisierung der Europäischen Union, wie sie heute erstmal ist, als jede Debatte über den Superstaat, wie er zum Beispiel in der Sommerdiskussion mit Niederrümelin und Habermas formuliert worden ist. Und ich sage das auch deshalb nochmal, weil ich in der Beschäftigung mit der europäischen Politik immer wieder zu der Auffassung gelange, dass Europa, die Europäische Union, ein Prozess ist und nichts Fertiges, und dass wir mit diesem Prozesshaften, ja, das gehört zu dem Unperfekten, dass wir mit dem noch weiter umgehen werden müssen, weil die großen Schritte, die lassen sich leicht formulieren, aber sehr schwer tun. Vielen Dank. Piotr, ich würde Sie jetzt nicht gerne sagen, auf Ihre Herkunft aus Polen verhaften, aber trotzdem würde ich gerne mit Ihnen noch ein, wir haben mit dem Westen angefangen, nicht sagen mit der transatlantischen Perspektive, und ich würde gerne mit Ihnen noch einen kleinen Wanderung Richtung Osten sagen unternehmen. Nach meinem Eindruck funktioniert diese alte Dynamik der Erweiterung so nicht mehr, wie sie eine lange Zeit sehr erfolgreich funktioniert hat. Wo sie sagen, das Beitrittsversprechen zu großen gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen Veränderungen im Osten beigetragen hat, die dann tatsächlich in einer Mitgliedschaft der Europäischen Union mündeten. Jetzt hat man den Eindruck, es gibt in der EU sowas wie eine Erweiterungsmüdigkeit, und bei den noch verbleibenden Ländern in der Zwischenzone, so im westlichen Balkan und in Osteuropa, hat man es auch nicht mehr besonders eilig, sagen sich dieser Europäischen Union sagen, anzuschließen. Also wie sehen Sie denn da die Rolle der Europäischen Union? Wie können wir da wieder zu einem stärkeren Faktor werden in der Entwicklung dieser Region, die ja sehr prekär ist? Rebecca Harms hat auf die schweren ökonomischen und sozialen Verwerfungen hingewiesen, aber wir haben es politisch ja auch mit sagen einer Rückentwicklung zu einem neuen Autoritarismus, zumindest in Teilen Osteuropas, zu tun. Also wie ist da die Europäische Union aus Ihrer Sicht gefordert? Ja, also vielen Dank für diese Frage. Ich glaube, das ist tatsächlich eine der wahrscheinlich den zentralen Fragen heute im Hinblick auf die Rolle der Europäischen Union in der Welt und in der unmittelbaren Nachbarschaft. Weil ich glaube, das ist ja vielleicht auch ein Zeichen, eben diese Krise, die wir heute erleben, dass die außenpolitische Zukunft der Europäischen Union entscheidet sich meiner Meinung nach nicht im Verhältnis zu China oder im Verhältnis zu den Vereinigten Staaten, sondern in unmittelbarer Nachbarschaft. Wenn wir das nicht hinkriegen, den Balkan langfristig zu stabilisieren, wenn wir nicht verhindern, dass die Ukraine Richtung Russland abdriftet, dann was sagt es eigentlich über unsere Zukunftsfähigkeit aus, als eine Gemeinschaft mit einem hohen außenpolitischen Anspruch. Und wir hatten eine sehr interessante Diskussionsrunde über die Erweiterung, wo ich mit einem großen Interesse die Ausführungen des Beraters, des kroatischen Präsidenten Hanjovic, zugehört habe, der eben von der Lage da in Kroatien, in dem Land, der wahrscheinlich auf längerfristige Perspektive das letzte Land sein wird, das der Europäischen Union beitritt, wie er eben von der Lage in Kroatien berichtet hat. Und er hat eben davon gesprochen, wie
indifferent die kroatische Bevölkerung der Europäischen Union gegenüber eingestellt ist, wie niedrig die Beteiligung am Beitrittsreferendum gewesen ist. Das ist eben für einen, der aus Polen kommt, da ist ja eine, das ist ja, naja, schon ein Aha-Effekt. Also da, das ist ja, das war in Polen noch vor 8 Jahren oder 10 Jahren nicht möglich. Das wäre nicht möglich gewesen. Also das war eben diese Euphorie. Also ich will das ja auch natürlich nicht überbewerten, aber das war irgendwie in Polen, in den anderen mittel- und osteuropäischen Staaten sehr stark vorhanden. Und das ist jetzt eben die Frage, inwieweit, unabhängig davon, ob die Europäische Union sie weiter erweitern sollte oder nicht, ich glaube sehr wohl, sie sollte es. Aber unabhängig davon, das ist ja ein Test für diese Einstellungen, diese Stimmung in diesen Ländern, das ist ein Test für die Anziehungskraft der Europäischen Union und auch für ihre transformative Kraft. Und das ist ja das, was den Charakter, den Sinn eigentlich der Europäischen Union in dieser außenpolitischen Dimension bisher ausgemacht hat, war eben diese Transformationskraft gegenüber den anderen Ländern. Und ich glaube, wir haben an dieser Transformationskraft schon viel eingebüßt. Und das ist natürlich ein sehr beunruhigendes Zeichen für mich. Und das bezieht sich jetzt auf den Balkan, das bezieht sich auf die Ukraine, das bezieht sich auch auf die Türkei, wie wir das auch heute Nachmittag gehört haben. Also das ist tatsächlich etwas, was mich als EU-Bürger beunruhigt, weil ich glaube, wir können auf Dauer so eine Situation wirklich nicht ertragen, nicht dulden, dass die Länder des Balkans zum Beispiel eine völlig unbestimmte und sichere Zukunft vor sich haben. Also und dass sich in der Europäischen Union in den politischen Eliten auch eine Einstellung breit macht, dass das eigentlich das Thema schon abgehakt ist, dass wir uns damit nicht mehr beschäftigen müssen. John, ich habe mit Interesse einen Vortrag gelesen, den Sie unlängst in Potsdam gehalten haben. Darin sind Sie noch einen Schritt weiter gegangen in Ihrer Kritik an der EU als bisher heute auf diesem Podium. Man könnte zugespitzt fragen, beschäftigt sich die EU zu sehr mit sich selbst und hat sie sogar den Willen verloren, als ein strategischer Akteur auf der globalen Bühne aufzutreten. Sie formulieren das, glaube ich, irgendwo so, dass Europa so bemüht ist, die Geister seiner imperialen Vergangenheit loszuwerden, dass es damit übertrieben hat, sozusagen. Also sagen, den Willen aufgegeben hat, überhaupt als eine politische Macht im globalen Konzert aufzutreten. Erstens, wie ich glaube ich schon erwähnt habe, das war der Zweck der EU, sich mit sich selbst zu befassen und diese Katastrophe des 20. Jahrhunderts zu überwinden. Und das hat man in vielen Weisen sehr gut gemacht, aber als Außenseiter merkt man das ständig, wie oft genau diese Vergangenheit heraufbeschworen wird und wie oft das Fundament für politisches Handeln. Ich gebe nur ein kleines Beispiel. Ich war vor 3-4 Monaten mit einer Gruppe in der Bundesbank. Und Sie können sich vorstellen, wir haben hauptsächlich internationale Finanzpolitik und die Euro-Krise besprochen. Und es war vor Herrn Draghi mit seiner Politik und einige waren sehr, sehr pessimistisch. Und dann am Ende der Session hat der Vorsitzende dieser Diskussion gesagt, das war ein Vorstandsmitglied der Bundesbank. Er sagte, naja, das hört sich alles nicht so gut an im Moment, aber wir dürfen nicht vergessen, mindestens haben wir keinen Krieg. Das ist ein Zitat. Und wir saßen da und sagten, was meint er denn damit? Und er meinte natürlich den Zweiten Weltkrieg. Und ich verstehe das. Ich meine, ich habe hier seit über 40 Jahren gelebt und ich habe auch, Sie dürfen mich vergessen, ich habe amerikanische Beziehungen zu der EU über
fast 30 Jahre betätigt. Und ich kann Ihnen sagen, dass diese Faszination, kann man fast sagen, diese Befassung mit der Vergangenheit, fast in jedem Schritt zu hören ist. Und das ist in Ordnung. Ich verstehe, das war ein, wollen wir sagen, ein schlechtes Jahrhundert. Und es kann sein, dass Europa noch viel länger braucht, als man angenommen hat, von dieser Last freizukommen. Das ist durchaus möglich. Aber wenn das so ist, dann muss man das mindestens wissen. Man kann nicht sagen, dass unser Konsensmodell eine wunderbare Sache ist, wenn wir wissen, dass es keine Ergebnisse hervorbringt. Ja, man kann nicht sagen, dass die ganze Welt das Modell der EU nachmachen will, wenn die Tatsache ist, die anderen Teilen der Welt, nicht nur USA, sondern Südamerika und Asien, in ganz andere Richtungen gehen. Ich habe sehr viel Erfahrung mit diesem Konsensmodell gehabt und fast jedes Mal bin ich enttäuscht gewesen. Ein sehr gutes Beispiel, das ich sehr, sehr gut kenne, war ja da der Vertreter da, ist der Balkan. Wenn die EU 1991 fing an, den Balkankrieg zu lösen, sozusagen durch sein Konsensmodell. Und das führte ins Abseits. Es war nur nachher, als die Vereinigten Staaten 3 Jahre zu spät sich engagierten, dass, und wir haben das zuerst mit Militärkraft nebenbei gesagt, dass wir zu einer Lösung gekommen sind. Der Konsensmodell ist hervorragend für die Überwindung einer sozusagen fast Selbstmord, was der 20. Jahrhundert war. Aber es ist nicht mehr gültig in einer Zeit, wo diese Netzwerke überall summen die ganze Zeit und wo andere Länder, vergessen Sie die USA, wir sind nicht das Problem. Das Problem sind andere Länder, die an Europa einfach vorbeigehen werden. Und das ist, tut mir leid, das ist, wie es ist. Mhm. Ich hatte jetzt schon 2 Reaktionen provoziert, finde ich gut. Also schalten Sie sich ein. Hm? Ja, ich wollte gerne darauf reagieren, weil also ich bin mir gar nicht so sicher, ob dieses Konsensmodell, wie Sie ihn definieren, ob das tatsächlich der Vergangenheit angehört. Und zwar aus einem einfachen Grund. Also ich sehe auch, wenn ich mir so die, natürlich haben Sie wesentlich mehr Erfahrung damit als ich, aber wenn ich mir die eventuellen Alternativen anschaue, da bin ich nicht so fest davon überzeugt, dass eine von ihnen besonders vielversprechend wäre. Also das chinesische Modell ist nicht besonders anziehend. Das amerikanische Modell, glaube ich, wenn man sich heute zumindest die amerikanische politische Szene anschaut, mit sehr zerrissen zwischen zwei großen Ideen oder 2 großen politischen Lagern, wie auch immer wir das definieren, ist auch nicht besonders attraktiv. Ich bin wirklich, also ich würde das vielleicht etwas vorsichtiger formulieren. Also ich glaube, das, was wir zumindest in Europa, ich würde mich gerne in meiner Analyse zumindest auf Europa beschränken, wo wir uns heute befinden, das ist, und das glaube ich, das ist vielleicht eine Banalität oder vielleicht ein Gemeinplatz, aber es ist vielleicht doch in dieser Diskussion ist es vielleicht das wichtig, das doch noch einmal zu formulieren. Wir haben zwar vordergründig vielleicht mit der Euro-Krise zu tun, aber wir haben natürlich auch, und das ist ja hier auch angesprochen worden, gleichzeitig mit 2 wichtigen Krisen zu tun, die mit der Euro-Krise überhaupt nichts zu tun haben und die schon viel früher angefangen haben. Und das ist die erste Krise, die ich meine, das ist die Krise, ich würde sagen, der europäischen Aufstiegsgesellschaft oder des europäischen Wohlfahrtsstaatsmodells. Das gehört irgendwie alles dazu. Und wir haben, und das ist nicht neu, das erleben wir es schon seit Jahren, seit Jahrzehnten. Und die zweite Krise, das ist die Krise der repräsentativen Demokratie.
Und die ist natürlich auch nicht neu. Von der Postdemokratie hat Colin Crouch schon vor 10 Jahren geschrieben. Und das ist, diese Krisen sind heute viel sichtbar geworden, eben durch die Euro-Krise. Aber die Lösung der Euro-Krise löst noch nicht bei weitem die zwei anderen Krisen. Und ich glaube, wir müssen uns natürlich in Europa darauf einstellen, dass damit langfristig auch viele Konflikte verbunden werden mit der Überwältigung der beiden anderen Krisen. Und wir, glaube, wir müssen uns in Europa davon eine Vorstellung abgewöhnen, dass wir in der besten aller Welten leben können. Das heißt, also das ist eine Wahrnehmung, also eine Angewohnheit in Europa, die sich über die letzten Jahrzehnte etabliert hat, dass man alles auf einmal haben kann. Wir können Wirtschaftswachstum haben, wir können unser europäisches Sozialmodell haben, wir können niedrige Steuer haben, wir können kulturelle Sicherheit haben, wir können alles auf einmal haben. Das ist nicht mehr möglich. Und das wird natürlich mit Abstrichen verbunden. Das wird mit harten Verteilungskämpfen verbunden sein. Das wird auch wahrscheinlich mit der Notwendigkeit verbunden sein, auch bestimmte Entscheidungen zu treffen, die auch Kosten mit sich tragen. Zum Beispiel wollen wir mehr Einwanderung auf Kosten der kulturellen Sicherheit, um das Wirtschaftswachstum zu retten. Das sind so ganz, ganz einfache Fragen, aber die, glaube ich, die europäische Politik bestimmen werden. Aber das heißt, und das abschließend zu sagen, das heißt bei weitem nicht, dass die Werte oder das Konzept des europäischen Konsensmodells einfach so leicht übers Bord zu werfen. Geworfen werden müssen. Und wenn man sich auch anschaut, was, da sage ich es mit großer Vorsicht, aber wenn man sich anschaut, was heute auch in Asien passiert, in aufsteigenden asiatischen Gesellschaften, wo mit ein hohes Wirtschaftswachstum auch mit einem gewissen Ruck oder einem Shift zu mehr Wohlfahrtsstaatlichkeit, zu mehr soziale Absicherung verbunden ist, dann würde ich sagen, da bleiben wir noch im Spiel. Rebecca. Also die Erfahrung, die das jetzige Konsensmodell prägt und bestimmt, ist ja nicht nur die Erfahrung von Krieg und Verheerung, sondern auch die Erfahrung von Ideen auf europäischem Boden, große Reiche mit zentralistischer Steuerung zu errichten. Und das ist eben innerhalb kürzester Zeit mehrmals völlig schiefgegangen. Die Transformation in Ost- und Südosteuropa, die findet ja noch statt. Die ist ja noch gar nicht abgeschlossen, ja, aus dieser Zeit. Also das ist auch noch ein aus meiner Sicht, ja, wenn man sich das anguckt, wie das letzte Jahrhundert war, ein junger und frischer Lernprozess, den die Europäer allerdings angehen. Also es gibt eben, und das, glaube ich, macht auch ein Stück weit Singularität aus, es gibt ja wenig nationale oder sogar kontinentale Lernprozesse, wo man sich wirklich mit Vergangenheit auseinandersetzt und für die Zukunft versucht, Staatlichkeit, Verhältnis zwischen Bürger und Staat neu und besser dann auch in so einer großen Gemeinschaft von Nationen neu zu bestimmen. Und das zu dem, wo wir da eigentlich stehen historisch, ja, das ist wirklich meiner Meinung nach, so wie ich auch die Debatten innerhalb der Europäischen Union auch in der Politik erlebe, frisch und jung und keineswegs fertig. Und deshalb auch nochmal die Erinnerung daran, das kann nur unperfekt sein zurzeit. Zweitens, Ralf, einmal zu dieser Behauptung, die Europäer seien globalen Herausforderungen nicht gewachsen, ja, weil sie diesen Konsens, diese Konsensromantik im Rucksack mit sich rumtragen. Also ich selber bin sehr engagiert gewesen, viele Jahre jetzt in den internationalen Klimaverhandlungen.
Das ist nicht am fehlenden europäischen Konsens gescheitert in diesen internationalen Verhandlungen, sondern an einer Verhaftung der USA im gestrigen. Und das sowohl mit einer republikanischen als auch mit einer demokratischen Regierung. Und ich habe sehr genau verfolgt die Auseinandersetzung nach dem Crash der Lehman Bank über die Notwendigkeit der Neuordnung der Finanzmärkte und die Rückkehr des Staates auf den Markt. Das ist auch nicht wirklich an der Uneinigkeit der Europäer gescheitert, sondern gescheitert an einem hartnäckigen Widerstand gegen bestimmte Regulierungen, in denen sich dann leider in diesem Widerstand waren sich dann die USA und London sehr einig. Jetzt muss man doch die Frage umkehren, Sean. Ist möglicherweise die USA outdated? Ja, natürlich. Aber es ist mitten dabei, sich neu zu erfinden. Das tun wir alle paar Jahre. Das tun wir alle paar Jahre. Und wir sind mitten, der Grund, warum es so desorganisiert aussieht, ist, dass wir mitten in einer Zivilisationskrise sind in den Vereinigten Staaten. Wir haben auch Ende der 60er Jahre so eine solche Krise gehabt. Auch in den 30er Jahren. Die Vereinigten Staaten haben aus verschiedenen historischen und kulturellen Gründen das Glück, dass sie sich alle paar Jahrzehnte neu erfinden können. Und wir sind dabei. Und wir werden daraus viel stärker kommen. Das Problem für die Europäer ist, dass sie wollen alles immer so systematisch machen. Und wir machen gar nichts systematisch. Wir machen das alles mit großem Chaos und mit sehr viel Rockmusik. Und ich versuche seit über 40 Jahren Amerika den Europäern beizubringen und ich habe es bis jetzt nicht geschafft. Weil man natürlich in allen internationalen Diskussionen, man nutzt seine eigenen Vorstellungen, um die anderen zu diskutieren. Und wir tun das auch. Das gebe ich auch zu, dass ich das auch, wenn ich Europa anschaue, natürlich amerikanische Vorstellungen. Aber ich habe dazu noch diese viele Jahre Erfahrung mit der EU. Amerika ist natürlich, wie sie war, überholt. Die wird jetzt nicht mehr überholt sein in ein paar Jahren. Aber die Frage, die wir hier wirklich, wie gesagt, ich finde den Prozess innerhalb Europas wichtig. Ich glaube, was wir jetzt sehen, ist, dass dieser Prozess viel länger dauert, als wir gedacht hätten. Als ich in den 70er Jahren zuerst in diesem Geschäft war, haben wir alle gedacht, das würde in 5 oder 10 Jahren vorbei sein. Dann kam die Wende, dann haben wir gedacht, das ist schon alles vorbei. Jetzt sehen wir, dass das noch viel länger dauern wird. Und die Frage für Europa ist nicht, ob dieses Modell gut oder schlecht ist. Das habe ich auch nicht behauptet. Die Frage, die an mich gestellt wurde, ist, wie kann Europa sich auf der Welt behaupten? Und die Erfahrung, wenn Sie wollten, könnten wir durch eine ganze Reihe von Beispielen gehen. Europa hat sich nur in einem Bereich gut auf der Welt behauptet, und das ist, weil es auch so zentral war, und das ist in dem Bereich Handel, Handelspolitik. Da waren die Staaten sehr früh bereit, ihre Souveränität aufzugeben, weil sie wussten, sonst konnten sie sich nicht behaupten, global in diesen ziemlich schlimmen Handelsverhandlungen, die es immer gibt. In fast jedem anderen Bereich sind europäische Institutionen oder Initiativen nicht zum Erfolg gekommen. Klimapolitik sehe ich natürlich 100% anders als Sie. Das Modell des Kyoto-Vertrages war schon überholt, bevor es verhandelt wurde. Das Modell für die Zukunft ist nicht so ein europäischartigen Vertrag wie Kyoto, sondern durch die offene, freie Wirtschaft, durch technologische Entwicklung und einfach durch den Markt. Und wir sehen, dass das jetzt passiert. Außerdem die Riesenerfolge, die Europa hatte, mit dem Kyoto-Vertrag basieren sich sehr viel auf dem Ende des Kommunismus. Die Ausstoße in Deutschland zum Beispiel sind dramatisch runtergegangen, weil die DDR-Industrie nicht mehr da war. Braunkohle war nicht mehr da. Aber nicht nur, das nur ein Drittel. Ja, okay. Aber so ich würde sagen, die europäische Initiative in der Klimapolitik hat nur dazu geführt, dass Europa von mehr oder weniger den Rest der Welt isoliert ist.
Nordamerika will das nicht, China will das nicht, Russland hat unterschrieben, weil es für sie vorteilhaft war, aber sie führt das nicht durch. Es sind nur eigentlich einige europäische Staaten, die sich eigentlich daran halten. Und das Konzept von einem Vertrag wie Kyoto ist schon längst überholt und es wird auch nicht wieder verhandelt. Das kann man ja von zwei Enden her sehen, ob dieses Vertragsmodell überholt ist, was also darauf abzielte, eine verbindliche globale Vereinbarung zu treffen, die alle Regierungen zu mehr oder weniger weitreichenden CO2-Reduktionen verpflichtete, oder ob die Idee einer grünen Ökonomie überholt ist, in der Europa möglicherweise gerade eine Vorreiterrolle spielen kann, international. Daran glaube ich auch nicht. Aber ich will Sie in Ihrem schönen Glauben nicht hier stören. Ich will nur sagen, wie das in der Welt gesehen wird was ich meine, die Konsequenzen. Wie gesagt, mein Schluss daraus ist, Europa braucht noch 30 oder so Jahre, bis man diese inneren Sachen geregelt hatte. Und dann wird man durch die neuen Netzwerke sowieso in eine andere Welt geführt und es wird ein ganz anderes Europa geben. Gut, jetzt vertiefen wir mal nicht, obwohl uns das natürlich alle hier juckt, die Debatte über Klima, Energie, ob da nicht möglicherweise die USA wirklich dabei sind, einen Zug zu verpassen, auf dem China schon längst aufgesprungen ist. Das ist wirklich eine interessante Frage, ob sie in ihrem Shale-Gas-Boom möglicherweise da eine ganz andere Entwicklung verpassen, die Zukunft der Ökonomie im 21. Jahrhundert bestimmen wird. Kommen wir mal auf die Europa-Diskussion zurück. Ich, Rebecca, so sehr mir das gefällt, ja, diese Verteidigung des europäischen Modells, auch im Hinblick auf das Decision-Making, die Entscheidungsbildung. Wir sind doch schon an einem Punkt längst, wo wir eine Binnendifferenzierung der EU schon haben. Und diese Binnendifferenzierung der EU ist doch auch eine Antwort auf die Governance-Probleme in dieser großen Europäischen Union der 28 und vielleicht mehr. Ja, also die Eurozone ist ja ein klassisches Beispiel, der Euro selbst, das ist eine Coalition of the Willing von 17 von bisher 27. Schengen ist das. Die europäischen Verträge sehen das explizit vor. Verstärkte Zusammenarbeit heißt das in der technischen Sprache der Europäischen Union. Also ist das eine mögliche Antwort? Unterschiedliche Allianzen, Koalitionen, vertiefter Integration innerhalb der Europäischen Union zu bilden, wenn man einerseits die Erweiterungsperspektive nicht aufgeben will, bin ich auch sehr einverstanden, aber andererseits sagt, wir brauchen verbindlichere und vertiefte Formen von Integration. Also erstmal zur Erweiterungsperspektive. Die Europäische Union hat ja mit dem größten Nachbarland im Osten, mit der Ukraine, konsequent ein Assoziierungsabkommen ausgehandelt. Das ist sozusagen eigentlich reif in Kraft gesetzt zu werden und scheitert im Moment aber an Auseinandersetzungen über die notwendige Konsistenz der demokratischen Entwicklung in der Ukraine und auch Fragen zur Rechtsstaatlichkeit dieses Landes und ob sich das verbessert wird oder nicht. Das ist ja der Beleg dafür, diese Auseinandersetzung, dass Europa keineswegs, was seine Grenzen angeht, sich als geschlossener Club definiert. Ja, Kroatien, die Entscheidung liegt erst einige Monate zurück und die Debatten mit der Türkei gehen weiter, auch wenn die Türkei eine Weile suggeriert hat, dass ihre Interessen in eine andere Richtung im wahrsten Sinne des Wortes jetzt gehen, was Unionsbildung angeht. Die
Türkei und die Regierung der Türkei, ihre Minister stehen in Brüssel eigentlich jeden Tag auf der Matte, um über die Interessen und die gemeinsamen Interessen weiter zu verhandeln. Also keiner darf behaupten, dass das aufgegeben worden ist. Aber die Notwendigkeit, das Erreichte innerhalb der Grenzen der jetzt 27 plus 1 Mitgliedstaaten zu stabilisieren, diese Notwendigkeit darf niemals an den Rand gerückt werden. Die Möglichkeit zur verstärkten Zusammenarbeit darf nicht dazu führen, dass es einen elitären Club europäischer Staaten gibt, die dann die harten Fragen untereinander ausmachen und im Zweifelsfall nur über ihre Selbstbehauptung in der Welt und nicht über die Zukunft des Ganzen diskutieren und entscheiden. Und ich sehe uns eigentlich im Moment in so einer Situation, wo es auf der einen Seite sehr darauf ankommt, und zwar auch mit den Bürgern in den unterschiedlichsten Staaten nochmal so eine Bewusstheit darüber zu schaffen, was wir geleistet haben, was wir in diesem ganzen unperfekten Konsensmodell hingekriegt haben, wo die akuten Defizite deutlich geworden sind in der Debatte über Krise und wie wir diese akuten Defizite durch Entscheidung von dann bestimmten neuen Kompetenzen für Brüssel zu überwinden. Ich halte das wirklich gerade im Rückblick auf diesen langen und kontinuierlichen Veränderungs- und Integrationsprozess nicht für jetzt unüberwindbar, diese Entscheidungen zu einer funktionierenden Wirtschaftsunion. Ja? Also nicht nur die Währung muss funktionieren, sondern diese Wirtschaftsunion mit allem, was dazugehört, muss funktionieren. Diese Entscheidung können wir treffen. Wir werden sie aber den Bürgern nicht überzeugend verkaufen können, wenn wir nicht da anknüpfen in der Debatte darüber, wo wir heute stehen. Ich habe vorhin, als ich kam, noch den Schluss der einen Arbeitsgruppe gehört. Und anders als das auf dem Panel deutlich geworden ist, bin ich oft in großer Sorge über die Verfasstheit der Gesellschaften innerhalb der Europäischen Union. Also die Ergebnisse von nationalen Wahlen für rechts- oder linksnationale, auch antieuropäische Gruppen, die Zustimmung wächst und zwar in einem Umfang, der, wenn wir solche Ergebnisse in Deutschland produzieren würden, wahrscheinlich in den USA einen Aufschrei des Entsetzens hervorbringen würde. Also die True Finns oder Jobbik und die Orbán-Partei in Ungarn, die Ergebnisse von Le Pen, die Ergebnisse der Rechtsfaschisten in Griechenland, das sind alles besorgniserregende Entwicklungen. Und über solche Entwicklungen darf man sich in einer Zentrale in Brüssel oder in einem Prozess, der jetzt aus der Krise nachhaltig herausführen soll, nicht hinwegsetzen. Piotr. Ja, also ich darf hier noch eine Frage direkt mitgeben zu dem, was Sie sonst sagen wollen. Mich würde, weil wir diskutieren ja alle als Individuen und nicht als Repräsentanten von Ländern, mich würde aber interessieren, wie in Polen diese Debatte über die künftige Struktur Europas geführt wird. Geht das mehr in Richtung Differenzierung oder geht das eher in Richtung, ich sag mal, europäische Bundesstaatlichkeit? Ja, das ist natürlich das, was hier angesprochen worden ist mit der differenzierten Integration in die EU, die sich momentan abzeichnet. Das ist ja ein rotes Tuch für viele in Polen, vor allem für diejenigen, die eben den Anspruch haben oder den Anspruch im Hinblick auf die polnische Position in der EU hegen, eine zentrale Rolle in der EU zu spielen, im Zentrum des Geschehens zu sein und zu bleiben. Und das ist natürlich auch die Haltung der polnischen Regierung momentan, dass man die ist sehr zwiespältig oder sehr ambivalent. Einerseits, und ich finde das absolut richtig,
man kann diesen Zug Richtung mehr Integration nicht aufhalten. Das wäre selbstmörderisch aus der polnischen Sicht. Das wäre ein Eigentor für die polnischen Interessen, wenn wir uns in Polen dagegen setzen würden und sagten, nein, ihr dürft in der Eurozone keinen Schritt mehr weiter ohne uns machen, obwohl wir noch nicht imstande sind oder nicht willig sind, dem Euro beizutreten. Das würde ich sagen, das ist eine völlig falsche Politik. Gleichzeitig ist es natürlich, das hat Jacek Kuchaczyk heute Vormittag schon angesprochen in der Diskussion, das ist aus der polnischen Sicht wahrscheinlich weniger aus der tschechischen oder ungarischen Sicht momentan. Es ist ja ein Schreckensszenario, dauerhaft draußen vorzubleiben. Und das ist insofern, ist es jetzt, und es gibt auch ein paar konkrete Projekte oder Ideen dieser Debatte, die in Polen schon die Alarmglocken lauten lassen. Und zum Beispiel, die Bankenunion ist vielleicht das interessanteste Beispiel heute. Wir haben in Polen eine noch bessere Bankenaufsicht als die momentan in der EU geplant wird. Also das ist ja schon ein Grund dafür, ich will das jetzt nicht in Details gehen, aber das ist ja eine schwierige Entscheidung für Polen, nicht nur aus diesem Grund. Aber Bankenunion, das sollte man sich nichts vormachen. Das ist ein immenser Schritt gegenüber einer vertieften Integration in der Eurozone. Es gibt auch in der Debatte über die politische Union auch eine Idee eines Parlaments für die Eurozone. Ja. Es gibt auch jetzt in dem letzten Papier von Van Rompuy die Idee, ein Budget, ein extra Budget für die Eurozone einzurichten zur Abfederung der möglichen Schocks. Das ist ja auch so, also wenn man das alles zusammen nimmt, Bankenunion, ein extra Budget, ein extra Parlament, da haben wir schon, also der Ignacio Torreblanca hat das gestern angesprochen, sagte, wir müssen aufpassen, dass wir nicht ein Europa zwei Geschwindigkeiten haben, aber vielleicht zwei Europas. Und das ist natürlich, ich möchte das nicht überbewerten oder irgendwie jetzt dramatisieren, aber das ist natürlich etwas, nicht nur aus der polnischen Sicht, ich glaube, das ist ja auch aus der deutschen Sicht, im Interesse Deutschlands ist es natürlich, Polen an Bord zu haben, aus mehreren Gründen, also vielleicht den Gründen, die für die Grünen nicht so ganz plausibel sind, mehr für die austeritätsorientierten Parteien, die heute in der Regierung sitzen. Also ich meine jetzt die Konzept der Wirtschaftspolitik, Betonung der Fiskaldisziplin und so weiter, was zumindest Polen zugeschrieben wird. Also das ist eine große Herausforderung, ich glaube, für die ganze Europäische Union. Das soll man auch nicht so national sehen, dass man eben Brücken schafft zwischen den zwei Kreisen, die sich ja momentan formen bzw. abzeichnen in der EU. Gut, gibt es aus dem Publikum heraus noch das dringende Bedürfnis nach Nachfragen oder Statements? Aber bitte kurz. Also ich habe beobachtet, dass so über den Lauf der Zeit die Statements immer länger wurden. Das machen wir jetzt bei der Abschlussrunde nicht mehr. Stellen Sie sich bitte in die Mitte zum Mikro. Ja, hallo, Laura Kruszewski, ich bin Stipendiatin. Herr Kornblum, also Ihre Analyse von Weltpolitik kann man natürlich so gelten lassen und die ist sicherlich auch wertvoll. Ich glaube, es wird dann gefährlich, wenn man irgendwie durch Politikberatung und durch Diplomatie natürlich auch Politik mitgestaltet. Und dann, finde ich, hat man halt auch einen Auftrag, wenn man die Welt schon so analysiert hat, dass Politik praktisch zu langsam geworden ist, beziehungsweise dass wir immer nur der Wirtschaft hinterherrennen, dass man sich dann dagegen stemmen muss. Und für mich, das sage ich als überzeugte Europäerin, ist eben Außenpolitik mehr als nur militärische Intervention oder Handelspolitik, sondern die Europäische Union kann auch auf anderem Wege Außenpolitik betreiben und die Klimageschichte ist ein Weg, in diese Richtung zu gehen. Dankeschön. Ach ja, es war keine Frage, tut mir leid. Wir haben es registriert, ja.
Hello, Craig Willie, EU affairs writer based in Brussels. I was very interested by the part about the United States that you were talking about, relationships with the U.S. I know that almost 10 years ago, Jürgen Habermas and Jack Derrida wrote a famous article that people have all forgotten, I think, today, about the need for core Europe, Kern Europa, with the idea that this should be a counterpower to the United States. Europeans like to say that the U.S. is an ally, but as Rebecca Harms has learned, I think, many times in the meetings that she's been to, the U.S. is against Europe on climate change. We saw that at Copenhagen and on Kyoto. Is against international law, is against the International Criminal Court, is against, in the case of the Republican Party, is against the idea of social welfare and of a tax on financial transactions. And the Republican Party has a veto in the Senate, even if Barack Obama is reelected, even if the Democrats win the election, in terms of these policies, the Republicans will have a veto. So do we need to be more realistic and say, actually, the Americans and us do not have the same interests, and maybe we have more interest with the new Arab democracies, with India, with Brazil? Do we need to get past these Cold War reflexes? I'm not sure who to ask the question to. Maybe. No, it was a very interesting question. Right. Thank you. Ich begrüße auch ehemalige Europaabgeordnete. Ich war es zu der Zeit, als das Karl-Lamers-Papier zu verschiedenen Geschwindigkeiten herauskam und erinnere mich an die Debatte in meiner Fraktion in Paris. Ich fing aber ehrlich gesagt schon damals an zu zweifeln, ob das die reine Gegenpolemik gegen das Lamers-Papier damals nicht schon falsch war. Mhm. Ich bin sehr dafür und da freue ich mich auch über die Statements von Herrn Kornblum, aber eigentlich auch alle vier, würde ich sagen, sind ja auf einer bestimmten Ebene von Realismus, wenn auch unterschiedlich akzentuiert, der Realismus. Aber wäre es nicht sinnvoller, statt auch Rebecca und Ann Piotr, statt nun die Panikmache zu machen, wenn wir ein Eurozonenparlament machen und aus noch andere Ebenen der verstärkten Integration innerhalb der Eurozone, da ihr sie anscheinend so halten wollt, machen, dann Panik zu machen, oh, der Rest fällt dann ab. Wirklich präziser und realistischer und pragmatischer, auch eventuell in Zeiträumen von 3, 5 Jahren, Zwischenstufen zu denken, wo zum Beispiel dann von Polen natürlich dringend ein Vorschlag kommen muss, in welcher Weise man ein Zwischen- und Bindeglied, also da wäre jetzt europäische, politologische, pragmatische Fantasie gefragt. Ich glaube, es gibt reell 4 europäische Geschwindigkeiten längst, wenn man die Ukraine und Belarusland auch noch zu Europa zählt. Es gibt längst 4 europäische Geschwindigkeiten, also kommt es darauf an, die Bindeglieder zu schaffen. Vielen Dank. So, jetzt die drei noch, okay, sammeln wir noch und dann kommen wir hier zu einer Schlussrunde. Danke. Mein Name ist Lanting von den Niederlanden. Ich möchte Herrn Goldblum fragen, sind Sie der Auffassung, dass das Global Network und die sogenannte Chaos, dass die Auflösung bringen werden von der Umweltkrise? Detlef Möse, Übersetzer. Wir waren übrigens mal entfernte Kollegen, Herr Kornblum, bei der US Army. Okay. Ich hatte eine, als Sie erwähnten mit Europa, mit EU als Beispiel für andere außereuropäische Staatenkonglomerationen. Sie meinten, Europa wäre ein schlechtes Beispiel an sich, die EU. Aber Sie erwähnten unter anderem auch Asien, Lateinamerika und Asien. Aber ist es nicht gerade bei den ASEAN-Staaten zu sehen, dass sie sich verstärkt uns als Beispiel nehmen, oder sehen Sie das total anders? Danke. Dankeschön. Bruder Weber, Democratization Policy Council Berlin. Herr Kornblum, die Diskussion hat angefangen mit Ihrer These, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass die demokratisch verfasste Politik der globalisierten Wirtschaft hinterherrennt. Wenn das so ist, Sie hatten die These einer atlantischen Freihandelszone erwähnt, praktisch was wäre damit gelöst in diesem Problem? Das ist die eine Frage. Die andere Frage, mir ist ein bisschen die Frage der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik in diesen 2 Tagen hier untergegangen. Ich habe wenig mehr gehört, außer der überraschend emotionslos vorgetragenen, mehrfach gehörten Feststellung, dass es keine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik in Europa gibt. Wir hatten vorhin ein Panel im Forum 3, wo der deutsche und der österreichische Panelist sich einig waren, dass eigentlich die Frage der EU-Mitgliedschaft der Türkei tot ist. Zu einem Zeitpunkt eines Arab Spring, wo wir, glaube ich, sowohl auf europäischer Seite, auch in Deutschland, das im Moment nach den Wahlen in Frankreich als einziger großer Player in der EU verblieben ist, der gegen die EU-Mitgliedschaft der Türkei ist.
wo einerseits die Europäer gemerkt haben, dass sie ohne die Türkei auch im Nahen Osten nicht gut agieren können und, glaube ich, auch langsam die Türkei, das war auch in Form von der türkischen Vertreterin, die Schlussfolgerung auch selber gemerkt haben, dass ihr Weg der letzten zwei Jahre Außenpolitik, Stichwort Neuerfinden der Türkei, das Spielen als Player ohne die EU irgendwie auch seine Grenzen erreicht hat. Also was ist mit der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, außer dass wir hier zwei Tage konstatieren, dass es sie nicht gibt, wenn es denn tatsächlich so ist. Danke. Gut, herzlichen Dank. Es gab jetzt so eine Frage, die schriftlich hinterher kam, richtet sich vor allem wohl an John Kornblum, wie Sie die Zukunft Europas sehen oder die Zukunft der EU, wenn die Währungsunion zerfällt. Das sind jetzt... war jetzt ein bunter Strauß von Fragen. Ich erwarte nicht, dass alle auf alle eingehen. Versuchen Sie mal vielleicht ein bisschen zu bündeln. Eine Geschichte, John, auf die ich gerne auch zurückkommen würde, war Ihre Vision, die Zukunft sagen Europas liegt in einer transatlantischen Union. Ich formuliere es mal zugespitzt so. In einer transatlantischen Union. Und dazu sind ja aus dem Publikum heraus ein paar kritische Anmerkungen gemacht worden, ob nicht gesellschaftspolitisch und auch im Hinblick auf die außenpolitischen Vorstellungen die beiden eigentlich viel stärker auseinanderdriften und die USA eigentlich strategisch Europa schon weitgehend abgeschrieben haben und sich an ganz anderen neuen Bündnissen orientieren. Ich werde versuchen, das ein bisschen zusammenzufassen. Erstens zu der Lage der Europäischen Union. Wie gesagt, ich finde, die Methode ist gut, um diese interne Verfassung aufzubauen. Und das hat man zu einem gewissen Teil gemacht, aber man braucht noch wahrscheinlich mehrere Jahre. Als Modell für die Zukunft wird es nicht dienen. Nicht, weil es schlecht ist, sondern weil wir schon in einer anderen Welt. Meine Vision für die Zukunft von Europa ist ein vernetztes Europa, das nicht mehr auf der Basis von Verträgen und Kommissionen und wer weiß was funktioniert, sondern auf der Basis von vernetzten Interessen, wo ein Netzwerkverhalten, das sind alle Worte, die ganz neu sind, aber Sie können nachschauen, was sie alle bedeuten. Ein Netzwerkverhalten wird sein, dass europäische Staaten mit sich auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Richtungen, in verschiedenen Verbindungen handeln werden, dass es tatsächlich einen Konsens geben wird, aber nicht einer, der hier so in einem Raum kommt, sondern das durch das Handeln kommt. Und das ist eine unglaublich aufregende Zukunft. Die Frage von Herrn Fuchs müssen wir sehr genau überlegen. Bedeutet das nicht, dass die Demokratie irgendwie in Frage gestellt wird? Und ich persönlich sehe das als eine große, wahrscheinlich die größte Herausforderung der Zukunft. Weil wenn wir staunen jetzt über diese Netzwerke, die wir haben. Wir dürfen nicht vergessen, dass historisch gesehen das, was wir jetzt mit diesen Netzwerken machen, ist wie Autos, sagen wir, 1910 waren. Wir sind ganz am Anfang dieser Entwicklung. Die Schnelligkeit, die Kapazität und auch, wenn Sie wollen, die Intelligenz dieser Netzwerke werden immer größer. Und wir brauchen ein ganz neu, ganz kreativ, auch engagiertes Handeln, um sicher zu sein, dass diese Netzwerke immer Menschen dienen und nicht andersrum. Das ist die Zukunft. Deshalb, Sie werden sehen, ich bin ein bisschen ungeduldig, wenn immer noch von Strukturen gesprochen werden, die Jahrzehnte, Jahre alt sind. Wir brauchen ein ganz neues Konzept. Und Länder, die Netzwerke sind, wie Deutschland. Ein Grund, warum Deutschland so stark ist, ist das föderale System. Ein Grund, warum Amerika so erfolgreich ist, ist das föderale System. Ein Grund, warum Frankreich nicht so ganz erfolgreich ist, dass es kein föderales System hat. Also Staaten, die schon verstehen, wie man mit verschiedenen Ebenen von Verantwortung umzugehen haben, werden viel erfolgreicher sein als die, die alles aus der Zentrale machen. Und wenn Sie in Deutschland ein dramatisches Bild von der Europäischen Union haben wollen, dann reden Sie mit Länderbeamten und Länderpolitiker, also die deutschen Länder. Die wollen sofort, so schnell wie möglich, Brüssel schließen. Sie finden Brüssel als nur ein Ärgernis, Leute, die ihnen sagen, wie sie ihr Leben zu leben haben, Leute, die ihre Ressourcen wegnehmen, etc., etc.
Es gibt viele verschiedene Ebenen von Regierung und in dieser neuen vernetzten Welt wird das kommen. Jetzt die Frage mit den Vereinigten Staaten, diese Frage diskutieren wir nicht seit 10, 40 oder so Jahren, sondern seit 400 Jahren. Die bloße Entdeckung von der neuen Welt war für Europa eine sehr böse Überraschung und eine Herausforderung. Ich habe mit Dieter Kornzucker zusammen ein Buch darüber geschrieben, können Sie bestellen, bitte gerne. Es heißt Mission Amerika und ich beschreibe da in aller Länge, wie die gemeinsamen Konzepte von Amerika und Europa sich entwickelt haben. Es gab keinen Zeitpunkt in den letzten 400 Jahren, wo die Amerikaner, wie man sie nennen würde, nebenbei gesagt, wir sind keine US-Amerikaner, wir sind Amerikaner, wie sie sich gesehen haben und ihr Verhältnis zu Europa. Meine eigene Großmutter in Ostpreußen geboren, als sie die Chance hatte, nach Deutschland zurückzugehen, sagt sie, nein, ich will nie wieder dahin. Ich bin Amerikanerin und ich lebe hier. Viele, die meisten, das ist immer eine Überraschung für Deutsche, die meisten Deutsch-Amerikaner sind sehr konservativ und sehr antisozial, weil sie ihre deutschen Tugenden in Amerika ganz anders entwickelt haben als in Deutschland. Herr Wills, ich verstehe nicht, was Sie sagen. Ich glaube, Sie leben auf einem anderen Planeten. Zu sagen, dass die demokratische Verbindung zwischen Europa und Amerika ein Cold War Relic ist, ist einfach lächerlich, muss ich ehrlich sagen. Die demokratische Verbindung ist die Zukunft, ist die Hoffnung für die Zukunft von beiden Teilen des Atlantiks. Und warum ich sage, wir müssen jetzt eine Atlantische Union haben, ist nicht, weil wir alle übereinstimmen, überhaupt nicht, sondern wir brauchen ein atlantisches Netzwerk, sodass wir unsere demokratischen Idealen erfolgreich und stetig in diese Netzwerke einspeisen können, sodass andere nicht schneller sind als wir. Das wird kommen. Ich bin sicher, dass das kommen wird. Letztens die Frage von Außenpolitik. Da habe ich natürlich sehr viel Erfahrung. Es hat nie eine gemeinsame Außenpolitik gegeben und es wird wahrscheinlich nie eine geben. Warum? Weil die Interessen der Länder einfach so verschieden sind. Deshalb ist die NATO so wichtig und für mich die größte Enttäuschung seit 1990 war, wie die Europäer die NATO einfach vernachlässigt haben. Als Ort nicht für Verteidigung, sondern Ort für politische Konsultation. Wir hätten einen viel besseren transatlantischen Dialog haben können, wenn die Europäer nicht versucht haben, ihren eigenen ganz winzigen Sicherheitsdialog anzufangen und stattdessen ihre ganze Energie in die NATO investiert hätten. Aber man brauchte aus irgendwelchen Gründen ein eigenes Plattform. Okay, gut. Aber ich glaube, in der Zukunft werden wir auch dazu kommen, dass der sicherheitspolitische Dialog auch transatlantischer wird. Warum? Weil Europa natürlich keine Verteidigung hat. Europa ist völlig abhängig von der amerikanischen Verteidigung und ich hoffe, dass die Europäer diese Tatsache ausnutzen werden, um zu versuchen, mehr Einfluss auf amerikanische Entscheidungen zu nehmen, weil wir brauchen wirklich Gegenargumente und die können nur von Europäern kommen. Vielen Dank. Piotr? Ja, vielleicht zwei Punkte, also mit der nochmal mit der differenzierten Integration. Also ich glaube, das ist ja auch keine Panikmache. Also wenn man sagt, dass sich da eine bestimmte Entwicklung abzeichnet, die auch politische Konsequenzen haben kann. Wenn man bedenkt, also wir haben eine vielfältige Dynamik heute in Europa und dazu gehört auch zum Beispiel in Polen eine deutliche Abschwächung des Wirtschaftswachstums. Also wir sind nach wie vor noch das Land in der EU, das in dieser Krise sich besonders gut durchgesetzt hat. Aber das wird sich in den kommenden Jahren auch ändern. Und das ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt bestimmte institutionellen Veränderungen vornehmen in der Eurozone, dann wie wird diese Europäische Union in 5 oder 10 Jahren aussehen? Also werden Länder wie Polen, die vielleicht heute noch sehr gut dastehen, und ich hoffe, dass das sich nicht wesentlich ändern wird, aber ob die Schranken auch nicht höher werden, ob die institutionellen Barrieren, die ideellen
Hindernisse nicht in höher sein werden, als es heute der Fall ist. Und das, ich glaube, das langfristig gesehen wäre es für die EU nicht gut. Und ich würde auch bestimmt dafür plädieren, dass man eben diese Brücken oder diese Bindeelemente zwischen der Eurozone und dem Rest der Europäischen Union aufbaut und sie stärkt und eben sehr viel Wert darauf legt, dass sie überhaupt zustande kommen. Und zur Außen- und Sicherheitspolitik würde ich vielleicht noch zwei Worte sagen. Also ich glaube, das sind natürlich, ich glaube, ich habe eine etwas andere Auffassung als Herr Kornblum. Natürlich ist die NATO nach wie vor wichtig für Europa, aber wenn man sich die Entwicklung der amerikanischen Politik in den letzten Jahren anschaut, da muss man in Europa auch die Zweifel daran haben, ob eben diese Verbindung, diese Kooperation zwischen der EU und Amerika so in den kommenden Jahrzehnten oder Jahren aussehen wird, wie das in den letzten 50 Jahren der Fall gewesen ist. Also man muss sich eben die Fragen stellen, ob man in der Europäischen Union nicht Kapazitäten entwickeln beziehungsweise die vorhandenen Kapazitäten bündeln soll, um in eben damit bin ich zurück bei meiner ersten Aussage, in der unmittelbaren Nachbarschaft reagieren zu können auf Entwicklungen, an denen die Vereinigten Staaten vielleicht kein Interesse mehr haben oder sich nicht mehr engagieren würden. Ich glaube, Libyen war ein interessantes Beispiel, da natürlich hätte diese Intervention ohne Amerika nicht zustande kommen können. Und das ist auch ein Warnsignal für Europa. Und das, das heißt bei weitem nicht, dass man eben die transatlantische Beziehung aufgeben soll, auf keinen Fall. Aber dass man eben das, was man in Europa mit Pooling and Sharing apostrophiert, dass man irgendwie darüber viel intensiver nachdenken soll. Wobei ich natürlich auch keine Illusionen habe, dass das eine leichte Aufgabe ist. Okay, vielen Dank. Rebecca. Vielleicht erstmal zu der leichteren Frage von Eva zum Thema Panik und kann man das nicht mit zwei Parlamenten machen in Brüssel? Also ich bin eigentlich ziemlich begeistert von der beginnenden Diskussion darüber, dass Donald Tusk, der Spitzenkandidat der EVP-Parteienfamilie für die Europawahl werden soll. Das ist für mich ein beeindruckender Schritt, wenn die Konservativen in Europa einen polnischen Spitzenkandidaten auswählen. Nicht, weil ich den jetzt unbedingt für den allerbesten hielte, aber weil ich das gut finde, wenn aus einem Land, das sich noch frisch in die Europäische Union wirklich hinein gekämpft hat, ja, wenn aus so einem Land jemand in dieser Situation an die Spitze einer Parteienfamilie gestellt wird, der viele Konkurrenten im Westen, im alten Europa noch hat. Herr Barroso würde ja am liebsten gerne eine dritte Legislaturperiode machen. Und bei so einer Entwicklung erscheint es mir gerade zu absurd, darüber zu diskutieren, dass man dann aber zwei Parlamente in Brüssel aufzieht, wo dann in dem einen diejenigen diskutieren dürfen, die weit sind, weil sie die gemeinsamen Taler schon haben, und die anderen sich mit den Resten der europäischen Politik beschäftigen sollen. Ich halte das einfach für falsch. Also allein die Tatsache, dass Polen dann draußen wäre aus diesem Parlament, zeigt als Beispiel immer gut, dass es nicht funktioniert. Ich würde lieber darüber diskutieren, wie das Europäische Parlament, das eigentlich ein ziemlich gut funktionierendes Parlament ist, das Gesetzgebungserfahren ist, wie dieses Parlament bestimmte Sachen mal abspeckt, damit es mehr Zeit hat, sich mit den harten Anforderungen in dieser Krise zu diskutieren.
diskutieren. Es gibt eine große Übereinstimmung in Brüssel für eben mehr Kompetenz in diesen wirtschaftlichen Fragen im Europäischen Parlament anzutreten. Das verbindet sich natürlich mit diesen Notwendigkeiten zur Erweiterung der Kompetenzen auf der Brüsseler Ebene in Sachen Fiskalunion und so weiter. Aber ich bin da wirklich ganz optimistisch, dass das Dinge sind, die wir tun können. Und ich halte das Europäische Parlament für ein Parlament, das reif ist, mehr Verantwortung und dann auch mehr direkte Kommunikation gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in ganz Europa zu leisten. Und das darf auf keinen Fall nochmal gesplittet werden. Das ist schon viel zu oft gesplittet in der Wahrnehmung der europäischen Bürger, wer in Brüssel eigentlich wofür die Zuständigkeit hat. Und dann zu der schwierigeren Frage mit der Außen- und Sicherheitspolitik und der Rolle der Europäischen Union in der NATO gegenüber dem immer wieder starken und in Anführungsstrichen rettenden Verbündeten in Amerika. Meine Auffassung im Moment ist die, dass Sie einerseits recht haben, dass die Europäer keine gemeinsame Außenpolitik haben. Das ist auch leicht zu erkennen. Wir haben 27 Außenminister und eine hohe Beauftragte. Das kann so nicht funktionieren. Das ist aber nicht das einzige Problem, das ich jetzt für die Herausforderungen an die Außen- und Sicherheitspolitik zwischen oder gemeinsam USA und Europa stellt. Wir haben, finde ich, im Moment die große Pflicht zu beantworten, warum wir nach über einem Jahrzehnt Intervention oder Krieg in Afghanistan aus Afghanistan quasi flüchten. Das ist zugespitzt, aber oft nehme ich die Entscheidungen so wahr. Was ist da eigentlich falsch gelaufen in Afghanistan? Und diejenigen, die gemeinsam oder zum Teil dann getrennt für die Intervention waren, müssen diese Frage dringend beantworten. Dass der arabische Frühling schon wieder zum arabischen Herbst wird und dass wir auf eine Art global überfordert sind, jetzt wo sich das in Syrien noch mal so furchtbar zuspitzt, ist nicht nur dadurch zustande gekommen, dass die Europäer keine gemeinsame Außenpolitik haben, sondern dass außen- und sicherheitspolitisch im Süden des Mittelmeeres viele Fehler gemacht worden sind und dass wir jetzt alle nicht wirklich in dieser Situation keine einfachen Antworten wissen, das ist doch klar. Aber in Europa wirklich Zustimmung für Interventionen zu finden, die nicht so einfach sind wie die in Libyen, ist auch wegen der Erfahrungen nicht ganz einfach. Sie haben sehr viel davon gesprochen, dass die Welt durch die wachsenden Möglichkeiten der Kommunikations- und Informationstechnologien, also Friedman sagt, glaube ich, immer dadurch, dass wir jetzt in einer flachen Welt leben, ja, dass die Anforderungen an Politik wachsen, dass wir schneller werden müssen und deshalb viel zentralisierter entscheiden müssen. Ich bin mir zentralisierter, nicht, sagt er nicht. Ja, doch, er soll einen größeren, ja, es soll einfacher werden, Entscheidungen zu treffen, als das in Europa der Fall ist. So, gut, vielleicht ist das ein Missverständnis. Also ich weiß auch nicht, wie Sie diese Netzwerke wirklich definieren würden, aber die Anforderungen, die da sind, die spielen eben in meiner Wahrnehmung gar nicht immer alle in derselben Zeit. Und die flache Welt, ja, von der Friedman spricht, die könnte eben auch von einer großen Ungleichzeitigkeit geprägt sein, auf die man alleine durch Netzwerke auch keine Antworten findet. Also die Konfrontation zwischen der Zeit, in der ich lebe, und der Zeit, in der eine Koranverbrennung Massenaufstände auslöst oder Karikaturen zu solchen Unruhen führen, wie wir sie derzeit überleben. Diese Anforderungen, die
löst man eben nicht nur durch bessere Netzwerke, sondern auch durch politische Verständigung. Und meine Idee als Europäerin ist immer noch die, dass unsere Demokratien bisher doch ganz gut auch immer wieder Antworten geliefert haben. Vielen Dank. Damit sind wir, fast am Ende der Konferenz. Ich fand es gerade in der europäischen Vielstimmigkeit und jetzt noch sagen in der transatlantischen Vielstimmigkeit eine ganz tolle Erfahrung, die uns auch, glaube ich, in einer Nussschale gezeigt hat, wie dieses Europa nur sich entwickeln und zusammenhalten kann, nämlich genau in diesem ständigen Dialog, in einem ständigen Austausch von Erfahrungen, von Positionen, von Interessen, von Zielen, aus denen sich eine Gemeinsamkeit herausmendelt, die eben nicht diktiert werden kann. Ich glaube, es gibt zwei große Botschaften mindestens, ohne jetzt so anmaßend zu sein, ein wirkliches Resümee ziehen zu wollen, all dieser vielen Gesprächsforen, dass diese Krise gegenwärtig eine Stunde der Bewährung ist, in der auch der Wille zu Europa herausgefordert wird. Ob wir dieses Projekt wirklich zusammenhalten und weiterführen wollen und ob wir bereit sind, auch den Preis dafür zu zahlen, auch den finanziellen Preis dafür zu zahlen, der im Übrigen geringer sein wird, als der Preis, den wir zu zahlen haben, wenn die Währungsunion auseinanderbricht, und zwar politisch und finanziell. Und das die europäische Gemeinschaft nur wird überleben können, wenn sie auch wirklich eine Gemeinschaft ist, in der Risiken geteilt werden. Dieser, wie das dann auch immer ausgestaltet ist im Kleingedruckten, aber diese Bereitschaft, die wird jetzt gegenwärtig auf den Prüfstand gestellt, und da brauchen wir wirklich mehr europäischen Spirit in der deutschen Politik, als der bisher erkennbar war. John Kornblum machte ja auch am Anfang so eine Bemerkung, dass doch diese Balance zwischen nationalen und europäischen Interessen etwas in die Schieflage geraten ist, vor allem wenn man Europa als aufgeklärtes Eigeninteresse Deutschlands sieht. Das Zweite, ich fand die Diskussion wirklich interessant, ob dieses Modell Europa noch zukunftsfähig ist. Ich würde auch sagen, man sollte nicht vorzeitig die Sterbeglöckchen läuten gegenüber einem dieser spezifischen Kombination, die Europa ausmacht, aus supranationaler Integration, einem sehr starken Akzent auf garantierten Rechten, also Bürgerrechten und sozialen Rechten, soziale Marktwirtschaft, starke öffentliche Institutionen und zunehmend doch auch die Idee von einer nachhaltigen Ökonomie. Und es wäre nochmal eine Debatte wert, John, ob nicht gerade eine solche Netzwerkwelt, ich fand das eine sehr interessante Herausforderung, von der Sie sprechen, doch auch starke Institutionen erfordert. Also was Rebecca am Schluss auch nochmal gesagt hat, noch starke Institutionen erfordert, die ein bestimmtes Maß an Sicherheit und Handlungsfähigkeit gewährleisten. Das ist wirklich eine interessante Diskussion für die künftige Verfasstheit der Europäischen Union. Nicht zu glauben, man könnte durch immer stärkere Zentralisierung von Macht das Überleben der EU sichern, sondern wie wir eine hinreichende Flexibilität erhalten und trotzdem die gemeinschaftlichen Institutionen nicht verkommen lassen. Das ist, glaube ich, eine spannende Frage, an der wir künftig weiter diskutieren, und dass wir diese Europa bitte nicht
gegenüber der Globalisierung als Festung verstehen. Nicht als etwas, in das wir uns zurückziehen und gegen die Außenwelt sagen abschließen, auch wenn es sicher einen Schutzaspekt gibt in der europäischen Gemeinschaft, aber es muss etwas sein, was uns interaktionsfähig macht und nicht etwas, was uns abschirmt gegenüber dem Rest der Welt. So, genug. Wir werden an diesen Fragen weiter diskutieren, hoffentlich auch mit Ihnen. Ich möchte mich zum Schluss nochmal bei allen bedanken, die diese Konferenz vorbereitet und organisiert haben über die letzten Tage und bei unseren Dolmetschern und Dolmetscherinnen für die guten Dienste. Und genau. Auf Wiedersehen.